So Leute, herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute haben wir hoffentlich die Partyback SBC. Wenn ja, ich habe die PlayStation 4 angeschlossen hier. Von meinem Bruder noch die PlayStation 4 genommen. Und ja, wir werden bei euch dann die Packs öffnen. Ich werde bei euch SharePlay reinkommen. Deswegen auch PlayStation 4, weil die meisten von euch noch eine PS4 haben. Und dann werden wir mal so 10 öffnen. Plus mein eigenes Pack wahrscheinlich. Oder erstmal nur von euch. Müssen wir schauen, weil ich habe auch dick investiert. Gucken, ob ich da hingegen dann, ja, öffnen kann. Muss ich schauen. Bevor wir rein starten, ganz schnell. Hier oben Instagram, Freunde, TheRealPaints. Folgt mir gerne, würde mich freuen. Road to 12.400 Abonnenten. Oder 13? Ich weiß gar nicht, wie viel wir sind. Folgt mir aber gerne. Würde mich freuen, weil ich bin da wirklich sehr, sehr aktiv. Und wenn ihr Twitter habt, könnt ihr mir gerne auf Twitter folgen. Lasst gerne ein Like da. Vielleicht schaffen wir die 1000 Likes. Wir gehen jetzt rein ins Video und hoffen, dass die scheiß SBC endlich mal kommt. Dann würde ich sagen, viel Spaß und let's go. Okay, in wenigen Sekunden ist es soweit. Wir haben es jetzt 19 Uhr. Ich musste doch nochmal in die PS5 rein, weil ich in der PS4 gar nicht reinkomme in FIFA. Deswegen schauen wir uns erstmal an, was ist gekommen. EA, jetzt macht keinen Scheiß. Akuna SBC. Oh, Showdown ist gekommen. Die Showdown-Dinger sind gekommen. Partyback. Wundertüte, sie ist gekommen. Sie ist gekommen. Das hier, Freunde, das nennt man Erleichterung. Endlich. Aber Team of the Week SBC haben sie noch nicht gebracht, was okay ist. Man muss ja nicht direkt übertreiben und alles bringen. Es gibt keine eigenen SBCs mehr, die sind alle abgelaufen. Dementsprechend denkt ihr sich auch, nee, wir bringen da keine neue. Ist okay, wir haben unsere Food Freeze SBC. 84er Team mit einem Inform. Wiederholbar. Wiederholbar. Nein, nee, Moment, ich bin im falschen SBC drauf. Wiederholbar? Nicht wiederholbar, natürlich nicht. Das wäre zu übertrieben. Aber dann würde ich sagen, gehen wir erstmal ein paar Abonnenten-Packs ein, also bei ein paar Abonnenten rein, öffnen da die Packs und dann am Ende kommt nochmal mein Pack. Oder wir gehen erstmal bei Abonnenten rein, weil ich habe vergessen, Freunde, ich habe investiert, ich kann gar nicht öffnen. Ich bin lost. Wir gehen rein auf die PS4. Let's go. Warte, warte eben, bis schwarze Kasten oben links weg ist. Jetzt, let's go. Jetzt nicht mal garantiert, dass Warcode kommt. Also erstmal auf Warcode hoffen. Komm schon. Ah! Ach ja. Wenigstens Sansson, den kann ich gebrauchen, ey. Ist es? Ja, ist es. Ist sogar Sansson. Ah, okay, Team of the Group Stage Sansson. Ja, okay. Wenn du den, wenn du oh, sagst, ey, du ich kannst. Ich brauch den für mein Team, weil ich hab mir gestern AOA gemacht. Ja, okay, dann geht klar. Wenn du die AOA gemacht hast, dann passt der ja. Okay, dann machen wir weiter. Pack Nummer 2. Bist du bereit? Ja. Okay, und let's go. Komm schon, diesmal muss Warcode gehen. Bin gespannt, so kann man auf jeden Fall sehen, ob die Packs sich lohnen oder nicht. Und wir hoffen mal, dass die sich lohnen. Wie das Sansson kommt. Nee. Osimhen, Alter, den kann ich dir leider nicht gut reden, Osimhen. Osimhen. Ist schon gut verarscht, die Scheiße. UTV? Ja, oder? Ja. Weil der kann wenigstens noch Upgrades kriegen. Stimmt, okay, positiv sehen. Der ist sogar gut, der ist halt nur derzeit verletzt. Also ein Upgrade garantiere ich dir sogar noch, wenn er wieder da ist. Du hast bei mir auch Controller, also du darfst. Okay, dann machen wir direkt weiter. Pack Nummer 3. Wir öffnen es mit dem PS5-Controller. Komm schon, aber jetzt EA. Es reicht, der zinkert nicht rum. Ich will einfach nur Warcode sehen. Danach gucken wir weiter. Komm, wir hätten gar keinen. Wieder kein Warcode. Hä? Gibt's hier überhaupt Warcodes? Wieder OTW, glaube ich? Ich hab keine Ahnung. Nicht. Okay, bitte nicht kommen. MVD. Alter, ey, wie die Team of the Group Stage oder sowas. Ja. Was soll ich erzählen? Ja, aber ich kann meinen wenigstens gebrauchen, also. Na, ich kann meinen auch noch gut drehen, ist ein Napoli-Spieler, also. Schade. Ja, ganz dicker Fisch. Ich bin angeln gewesen heute und ich sag dir ehrlich, es lief sehr gut. Jetzt, ey, komm. Ganz dicken Fisch geangelt. Oder wir werden jetzt einen dicken Fisch angeln. Bitte, Warcode erstmal, bevor ich so eine scheiß Lava kommt schon. Ja, ich bin voll Schärfleck geflogen. Warte mal, wen hab ich ge... Ja, moin. Harvard's wants to watch. Harvard's wants to watch. Okay, nimm mal mit. Perfekt, Bro. Danke dir fürs Pack. Bitte mit Nase. Mit Nase, komm. Was? Es gibt keine Warcodes in diesen Packs. Osimhen. Ist das Ndidi? Nee, ist leider wieder von Napoli, Spieler Osimhen. Ah, hier, Ehre, immerhin Napoli. Muss man sich irgendwie gut reden. Geld Mr. FIFA, es ist noch nicht wahr, Freunde. Geld Mr. FIFA, der einzig wahre. Okay, Pack Nummer 5. Und diesmal hoffentlich ohne SharePlay-Abbruch. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe eigentlich gutes Internet, deswegen liegt vielleicht am PS4. Ist ein PS4-Bug, ich weiß es nicht. Sollen wir jetzt gönnen? Also, man kann Auge machen. Komm. Erster Warcode. Let's go. Nein, ich flieg raus. Nein, OTW. Oh Gott, was ist denn mit PSN los?
Wen hast du gezogen? Heads up, Ödegaard. Ödegaard, Alter, aber ich weiß nicht, warum ich die ganze Zeit rausfliege. Okay, ich bin drin, dann machen wir schnell. Bevor ich irgendwie rausfliege. Ja, okay, Freunde, ganz schnell öffnen wir es jetzt. Bevor ich irgendwie rausfliege. Komm, wir gehen direkt rein und wehe jetzt, EA. Wehe. Eigentlich Sony schuld, aber ich schieb's trotzdem auf EA, bin ich ehrlich. Okay, Walkout, let's go. Das ist Road to the Final, glaube ich. Road to the Final? Oh. Wer ist das, okay, Brand? Denke ich. Ja. Ah, ja, der Beste bis jetzt, sage ich dir ehrlich. Ist der Beste bis jetzt. Ja. Dortmund spielt gegen... Ich habe gerade auch bei anderen Streamen... ich weiß es gerade nicht. Die wurden, meine ich, auch Gruppenerster. Ja, sollte machbar sein. Deswegen. Sollte machbar sein. Dortmund spielt gegen... Ich will es gerade einfach wissen. Dortmund spielt gegen... Sevilla. Ist ein hartes Ding, aber ist machbar. Und wenn sie weiterkommen, bekommt ihr auch ein gutes Upgrade. Ja, ist auf jeden Fall okay. Okay, dann danke ich dir, ne, für dein Pack. Okay, Freunde, nochmal ein wichtiges Thema. Und zwar, ihr seht ja, ich fliege die ganze Zeit raus. Deswegen probiere ich immer direkt die Packs zu öffnen. Aber bis jetzt, ich sag euch ehrlich, 5 Packs, kleine Review, nach 5 Packs lohnt sich nicht. Aber was erwartet man auch bei so viel Schrott, was dabei sein kann? Ich glaube, so die ganz, ganz dicken Dinger, Mbappé, Messi, Van Dijk, werden wir wahrscheinlich heute im Video nicht sehen. Okay, let's go. Das hätte ich auch machen, oder? Ja, besser ist. Ich bin noch nicht rausgeflogen. Komm schon. EA. Komm schon, das ist Walkout. Bitte. Ja, Walkout, immerhin, ja. Let's go. Was ich hab keine Ahnung, was das ist. Nein, ich flieg wieder fast raus. Oh, Hakimi. Nein, oder es. Länger lassen es. Keine Ahnung, wir sehen es positiv, der kann sich noch upgraden, sagen wir es mal so. Aber ansonsten könntest du dir auch für 20k oder so auf dem Markt kaufen oder 30k. Ne, mach ruhig du. Ich hatte bis jetzt keinen Packlack. Packlack? Ja, okay. Okay, let's go. Ich stehe sogar auf, Schubo. Ich sag dir, wie es ist, es reicht. Ja, okay, ich stehe auch auf. Steh auf die Pack, es muss so sein. Es kann. Ah, scheiße. Warte mal, ey, ich sag dir ehrlich, der ist okay. Den rede ich nicht schlecht. Das ist Road to the Final. Rom wird bestimmt noch weit kommen. Ja, da. Voll stabil, das ist doch gefühlt der Beste heute mit Brand OTW. Nein, Road to the Final. Ich bin raus. Ne, doch nicht. Also ich bin Pack Nummer 8. 2. 1. Komm, Digga. Ein Walk ODA. Bitte. Macht kein Auge. Irgendeiner muss doch mal was ziehen. Ich hab keine Ahnung, was ich sagen soll. Ich bin ehrlich sprachlos. LVD wieder. Den haben wir schon gezogen. So krank. Also die Packrate ist so krank tief. Den haben wir schon mal gezogen. 10k. Perfekt. Also keine Worte dafür. Das ist voll die Verarsche, die SBC. Ja, moin, ja. Perfekt. Weiter geht's. Nächstes Pack. Können wir jetzt was ziehen? Ist es denn jetzt soweit? Pack Nummer 9, EA. Mal ein 100k-Spieler. Einfach für die Erleichterung. Walkout. Keine Ahnung. Telles OTW. Telles. Ja, kann man mit arbeiten, wenn er noch ein Upgrade bekommt. So ist es halt die Goldkarte, ne? Also er braucht auf jeden Fall noch ein Upgrade. Ja, wenn er ein Upgrade bekommt, Chat, weiß er nicht, vielleicht in Zukunft irgendwann schafft er es. Dann ist es okay. Bis jetzt ist es halt nochmal die Goldkarte noch. Dann lieber nicht. Verlängern wir auch. Dann lieber nicht. Okay, let's go. Komm. Du bist der Letzte, der öffnet. EA, jetzt gönn. Ich will Walkout sehen. Bitte Walkout. Komm. Kein OTW. Ja, Walkout, ja. Immerhin. Oh, you see live oder was ist das? Freeze. Golovin. Ja, aber nehme ich mir das. Ja, ich höre schon. Also wirklich nochmal kurz ein Fazit zu setzen. Viele waren selbst mit so einem Osimhen, okay, Elvedi oder wie du jetzt mit Golovin zufrieden. Ah, ich weiß ja nicht, Chat. Schreibt mir gerne mal eure Meinung in Kommentare, wie die Packs allgemein waren. Ich würde sagen, von 10 von 10 war es eine 4 von 10, die ganzen 10 Packs insgesamt. Nee, aber ist nicht schlecht. Ey, das sieht nicht schlecht aus. Ich meine nur so, weil es gibt so viele gute Sachen und 10 Stück und nicht 100k-Spieler nur, ist etwas wenig von EA. Okay, das war's das jetzt mit den 10 Packs. Gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Fandet ihr die Packs gut? Also insgesamt die Ausbeute von den ganzen 10 Packs so rum? Oder sagt ihr eher schlecht? Ich mache jetzt mal so ein kleines Video, wo man sagt, ey, ich will das Pack machen als Experiment. Ein Video sehen lohnen sich Dinger nicht. Ich sag's euch so, erwartet gar nichts, wenn ihr in diese Packs reingeht. Ich habe irgendwie voll die Motivation überhaupt auf das Pack verloren, weil ihr habt ja gesehen, wie geisteskrank schlecht das ist. Ich kann mir sogar niemals im Leben gefühlt vorstellen, dass da einer wirklich was Gutes zieht. Gerne mal eure Meinung oder eure Packs, was ihr in den Packs hattet oder in dem Pack, gerne mal in die Kommentare schreiben. Eigentlich hatte ich das Video schon beendet, aber ich habe wirklich sehr viele Fragen jetzt nochmal auf Instagram bekommen, während ich das Video noch geschnitten habe. Wann meine Investments verkaufen? Hier kann ich euch ganz einfach sagen, die SBC ist nicht wiederholbar, bedeutet spätestens nach
noch einen Tag oder so, also morgen Abend oder übermorgen dann, wo jeder fast die SBC abgeschlossen hat, werden die Spieler wieder droppen. Ihr könnt sie, wenn ihr jetzt schon einen Gewinn macht und mit dem Gewinn zufrieden seid, Lukaku ist bei 17.000 Coins, ich habe den für 12 geholt, ja, könnt ihr die gerne weghauen. Was soll ich euch erzählen, Freunde? Wir können mal kurz schauen, ob das auch wirklich stimmt und nicht, dass nur irgendeiner hier so random drauf geboten hat, aber ihr seht, er liegt wirklich bei 17.000 Coins. Bei über 17.000 Coins. 17,75 und hier gibt es nur, ja, 5, 6 Seiten gefühlt. Was soll ich euch erzählen? Also wirklich, ich mache 5.000 pro Karte Gewinn. Ihr könnt sie gerne, also Lukaku werde ich jetzt safe weghauen, wenn vielleicht beispielsweise Müller jetzt nicht so gestiegen ist, weil es nur ein 84er Team ja, beansprucht, werde ich natürlich Müller noch halten. Aber so Karten wie Lukaku und so weiter könnt ihr gerne weghauen. Dann würde ich sagen, war es das erstmal vom Video, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Lasst ein Abo da. Boah, es riecht nach wirklich fetten, fetten Gewinn. Morgen öffnen wir dann im Video mein garantiertes Food Freeze Pack. Dann würde ich sagen, schönen Tag noch. Haut da rein, bis morgen und ciao, ciao. I can't think. Used to be broke, made it work. Living at work, over the sake.